Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forest. Wir sind gerade auf dem Rückweg in unser Lager. Hoffentlich ohne Feindbegegnung. Oder? Das hoffe ich Hoffen auch, ja. drauf. Also wenn dein Feuerzeug an ist, dann musst du L gedrückt halten. Und du musst ein Tuch um deine Keule haben, dann geht's. Ach, wahrscheinlich habe ich kein Tuch um meine Keule. Das kann gut sein. Kombinieren. Ja, das war der Hinweis, der mir gefehlt hat. Vielen Dank. Verbrennt das Tuch dann eigentlich? Ja. Ah, okay. Ah ja, jetzt. Und jetzt zeigt das mir auch an. Okay. Wir müssen da irgendwie rum. Ah ja. Ja, man kommt doch da hoch, oder? Ja, ich denke schon. Sieht so aus. Eieiei. Viele Tiere. Oh, der Krater. Spring. Also im Dunkeln hier rumrennen ist schon, macht schon Fun. Bin froh, dass ich nicht alleine bin. Oh du, ich auch. Ich markiere immer so einen auf Dicken, aber weiß ja. Mag es, wenn kräftige, starke Männer neben mir sind. Weil du spielst ja einen Mann, ne? Übrigens. Ja, ich weiß. Deine Eltern hatten auch Humor bei der Namensgebung, ne? Hildegard. Ja, durchaus. Ja, was halt viele nicht wissen, ist, dass Hilde, wenn man den Namen mit Gard kombiniert, das ist kein reiner Frauenname. Also, das ist so ein bisschen wie Kim. Das geht für Männer und für Frauen. Ja gut, klar. Bei Hilde ist ja eigentlich auch logisch, ne? Ja, genau. Klingt ja auch schon förmlich danach. Ach, guck mal, wir sind wieder zu Hause. Das ist gut. Dann kann ich hier nämlich noch den Pilz mitnehmen. Haben wir gerade noch einen Pilz entdeckt und da war, glaube ich, auch noch einer, oder? Ja. Zack. Tja, ich hätte jetzt eigentlich gern auf eine Map geschaut, um zu sagen, komm, wir gucken mal, wo wir noch nicht waren, wo wir mal gucken können. Aber so gestaltet sich das schwierig, ne? Ja, also Chicorée habe ich 10 und Aloe 8 und das war's. Leider habe ich auch keine Samen gefunden. Dafür habe ich Treibstoffkanister gefunden. Füllt die Kettensäge wieder auf. Und das ist schon mal gut, ne? Wenn man eine Kettensäge Ja. hätte. Ja, das wäre nicht schlecht. So, auf der Liste ist noch kein Name durchgestrichen. Wir kommen voran. Sehr gut. So, aber jetzt gucke ich mal kurz ins Baumenü, weil bevor ich hier nachts einfach rumstehe, würde ich zumindest mal so kurz zur Planung, wo wollen wir denn unser Lagergebäude hinmachen? Weil ich sag mal, das ist ja hier so mehr der Wohnraum. Naja, was heißt Wohnraum? Ist das ja auch nicht so richtig, aber Unser Rückzugsort. Rückzugsort. Ist die Frage, wo wollen wir denn so ein bisschen Lagerflächen machen? Weil ich würde natürlich gern so den Stocksammler und Steinsammler auch mal ein bisschen aufstellen, weil dann kann man unterwegs, wenn man eh unterwegs ist, auch noch mal hier und da was mitnehmen. Haben wir noch viele Außengebilde? Nee, ne? Haben wir noch viele Also, Außengebilde? Entschuldigung. Bitte? Wollen wir noch viel bauen, was so draußen steht, wie Wassersammler und Co.? Ich denke eher nicht, oder? Also ich hätte gern den. Also noch ein, zwei Trockengestelle vielleicht. Das Stocklager halt, klar. Baumstammlager, Steinlager wäre ganz nice. Vielleicht noch einen zweiten Waffenhalter. Naja, ansonsten gibt es noch kleiner Schrank, großer Schrank für die Medikamente. Pfeilkorb. Ja, es gibt auch Felllager. Also es gäbe noch ein paar Sachen, die man zumindest drin baut, nicht draußen, ja. Ja, ich habe gefragt, was man draußen baut. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, gute Frage. Also auf die. Oh. Ah, er läuft nur vorbei. Okay. Auf die andere Seite vom See würde ich es nicht machen. Oh, eine Baumplattform. Schick. Ja, mal gucken. Wollten wir die mal anschauen.
Und die kostet gar nicht so viel. Und du kannst ja mal, also wie gesagt, meine Frage, wohin wir das Dings bauen wollen, lasse ich jetzt mal so stehen. Vielleicht, wie gesagt, wenn du mal Muse hast, kannst du ja auch mal gucken. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen. Vielleicht setze ich einfach mal einen Blueprint dorthin, zu gucken, wie es dann aussieht. Ich wollte das sagen, sag mal, ich habe doch hier ein, zwei Bäume provisorisch gefällt. Jetzt dachte ich, wo ist denn das Holz hin hier? Aber hier Hanske wiedergefunden, ne? Herzlichen Glückwunsch. Willst du ja, das auch danke. Erhöht bauen? Was meinst du? Die Plattform, ja, die kannst du ja von der Höhe her selber bestimmen. Möchtest du es erhöht haben? Weil ist ja eigentlich also, nicht nötig, oder? Nee, eigentlich nicht. Ist ja nur ein Lager, ne? Ja. Aber eigentlich könnte ich mal hier Bäumsche Fälle in der Nacht, ne? Keine Aufmerksamkeit erregen. Perfekt. Ja, wobei einfach noch mal so eine Blockhütte, wie wir haben, ist ein bisschen klein, ne? Sollte man vielleicht freies Bauen machen. Mhm. Ja, ja, das war auch mein Ansinn. Und wir könnten... Ach Mann, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Weil ich habe keinen Bock, so eine Riesenpalisade bauen zu müssen. Du meinst ringsrum? Ja. Deswegen, ich würde das eigentlich ganz gern so hier, wo ich stehe, hinbauen. Ich gucke gleich, ich suche nur gerade das Holz. Schon wieder das Holz irgendwie... aus den Augen verloren. Die Eingeborenen haben es geklaut. Ja, das glaube ich aber auch. So wie man es in dem Video sieht, ne? Oh ja. Ah, da. Weil das Coole ist ja, diese Plattform, wenn man so den einen oder anderen Baum stehen lässt, dann kann man ja auch so eine Brücke drüber spannen, ne? Dass man da ein bisschen sich hin und her bewegen kann. Das ist auch ganz cool. Ja, stimmt. Die bringen nur Sticks, glaube ich, ne? Die kleinen? Ja. Die bringen nur Sticks, du. Nix Gescheites bringen die. Guck mal, wie wär's hier so? Den Blueprint müsstest du jetzt sehen. Ich gucke sofort. Lass mich mal kurz den Schlitten da rüberfahren. Also ich würde es noch höher bauen. Mir geht's jetzt nur um den Standort. Und die Größe. Ja, hier kriegt man ein bisschen was rein. Wir müssen wahrscheinlich dann nochmal anbauen im Laufe der Zeit, oder? Aber ich denke, so zum Anfang ist das doch völlig ausreichend, oder? Ne? Okay. Aber ich mache ihn höher. Wenn ich es schaffe. Was mich natürlich auch interessiert ist... Ah, höher bauen kann man aber nicht. Also wenn du eine Plattform gebaut hast, kannst du nicht die nächste dran bauen, um noch höher zu kommen. Weißt du? Im Baum. Ja, okay. Das geht nicht. Okay. Kein Plattform stapeln. Nee. Mann, bin ich froh, dass der kleine Timmy auch eine Leselampe in seinem Überlebenshandbuch hatte. Oh, da waren schon wieder Geräusche von hungrigen Freunden. Ja, ich habe sie auch gehört.
du Holzstamm. So, zack, zack. Ach, verdammt. Ach, ich war wieder zu... Oh. Zu? Zu blöd, um den Blueprint richtig zu setzen. Inwiefern? Ich habe aus Versehen im letzten Moment noch so eine kleine Ecke hinzugefügt, weil ich nicht stillgehalten und E gedrückt habe, sondern noch ein Stück mich gedreht habe. Das wird schon hell, oder? Mhm. Ah, mal Ruhe gehabt heute. Stimmt. Was ist los mit den Eingeborenen? Bäumchen hole hier. Kann man mal das Licht ausmachen. Wie viel geht denn auf den Schlitten drauf eigentlich? Weißt du, das ist doch aus dem Stegreif. Nee. Na, gucken wir gleich mal. So, ich habe mal einen Plattform-Blueprint gesetzt. Wenn du die Abnahme machst, dann würde ich anfangen. Muss ich das? Ich vertraue dir da, ne? Na, soll dir auch gefallen von der Größe und der Höhe und. Ich komme sofort. Lass mich noch gerade den Baum hier fertig fällen. Naja, wolltest du es doch ein bisschen höher setzen, ne? Ja. Nö, nee, finde ich es gut hier. Ja, noch den Baumstamm wegmachen. Wie sieht denn das hier aus? So? Ich würde dich nur bitten, wenn du jetzt Holzstämme irgendwann holen willst, oder wir holen sie sukzessiv, dass wir vielleicht nicht auf der Seite Bäume fällen, wo die Plattform ist. Ja, das hast du eine Sekunde zu spät gesagt. Weil ich habe an einem Baum nämlich schon eine Plattform, eine zweite gesetzt, ne? Du hast nicht den Baum gefällt, ne? Nee. Nicht den, aber in der Richtung. Aber da würde ich bitte, aber wie gesagt, lieber auf der anderen Seite. Oh. Hä, wo sind sie denn? So ein Häuptling. Feiger Häuptling. Nur weil wir zu zweit sind, nimmt der Reis aus. Er holt noch 5 Brüder, weißt du? Das kann schon sein, ja. Ja, ja, kennt man ja. Ja. Ja, cool. Doch, die Plattform ist gut. Gefällt mir. Gleich muss ich mal was essen und trinken. So, die Baumplattform ist fertig. Oh, okay, cool. Weil ich will auch mal so eine Brücke dazwischen ausprobieren, weißt du? Okay, dann bauen wir heute, weil dann baue ich auch die Plattform weiter. Weil ich habe eigentlich gedacht, wir machen vielleicht eine Höhlentour oder so. Achso, ja, können wir auch machen. Ich dachte, ich fange mal damit an ein bisschen, zumindest.
Lass mich noch den einen Baumstumpf hier wegmachen und dann muss ich sowieso erstmal was essen und trinken und dann können wir uns von mir aus gern nochmal in eine Höhle begeben, ja? Why not? Gut, weil ich meine, die Ringelblumen finden wir hier offensichtlich nicht. So. Kriegt man eigentlich Fallschaden, wenn man von dieser Baumplattform runterplumpst? Weiß nicht. Probier's doch. Na komm. Uah! Nö. Ich setz mal nur noch die Brücke, mal gucken, so als Blueprint, ob das funktioniert. Baumbrücke. Da bin ich immer gespannt jetzt, ne? Gut, dass sie auch nicht einrasten, ne? Ah, doch, da. Das ist ja... Ist ja fies, aber so geht's. Ah ja, okay, cool. Ja, man kann tatsächlich hier so eine coole Brücke machen. Dann kann man da drunter auch Fallen stellen und so. Das ist ja auch witzig, ne? Gleich wieder heckgehässig gedacht hier. Ah ja, muss man ja alles so ein bisschen durchdenken. So. Machen wir mal hier Feuersche an. Können wir mal aus der Trinke abgehoben hier. Ja, dann koche ich mir ja noch schnell was ab, würde ich sagen. Und ja, wollen wir uns danach gleich auf den Weg machen? Ja. Ja, komm, mach mal. Hä, warum ist denn mein Topf schon wieder vom Feuer geöffnet? Das ist immer das Gleiche. Ach, sag mal. So. Und nochmal. Also das manchmal... Der Topf vom Feuer hüpft, das nervt mich ein bisschen, ne? Ich glaube, man muss immer mal Blätter nachlegen, dass das nicht passiert, oder? Ja, ich glaube, er hüpft entweder vom Feuer, wenn du ihn zu lange drauf lässt, oder wenn halt das Feuer ausgeht. Ja, gucken, ob ich was zum Garen noch habe. Machen wir noch ein paar Giftpfeile. Mal ein bisschen einheizen. Giftpfeile, ja, Giftpfeile ist eine gute Idee. Ah, da ist noch Platz am Reck, ne? Dann hänge ich mal gerade ein paar Fische auf. Bisschen hier für Nachschub sorgen, ne? Ich würde sagen, ist ja voll das Paradise hier, ne? So essenstechnisch ist es nicht so schlecht. Ja, auch direkt mit dem Wasser. Ja. Wie kann ich denn? Ich kann doch eigentlich irgendwie, während ich Pfeile ausgerüstet habe, oder den Bogen, kann ich doch eigentlich, dachte ich, mit R auswählen. Oh, welche Pfeile du benutzt, ne? Ja. Ja, kannst auch. Irgendwie nicht. Ich habe nichts gemacht. Das Reh ist hier durchs Feuer gelaufen. Da ist noch was da ist noch was Fleisch im Feuer, wenn du magst. Steht da hinten und brennt. Oh, ich glaube, Oos hat's überlebt. Hast du gehört, da ist noch ein Fleisch im Feuer? Ja. Nee. Bevor es verbrennt. Ich sehe keins. Kann ich keins anwählen? Nein, beim zweiten Feuer. Ach so. Ah, danke.
So, oh, also. Schon verbrannt. Ugh. Oh, sorry. Vielleicht ein bisschen spät mitgeteilt hier. Dieses Gestrüpp, was hier die ganze Zeit nachwächst, hey. Weißt du, da räumst du hier alles auf. Gehen wir jetzt dann los, oder? Ja, ich warte hier nur auf dich eigentlich. Ja, ich auf dich. Hey, wie unnötig. Also, hoppla die hopp. Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum ich die Pfeile nicht wechseln kann, aber... Vielleicht hast du nur eine Sorte Pfeile dabei. Nee, ich habe alle möglichen Pfeile dabei. Also wenn er ausgerüstet ist... Pfeile. Warte mal, das ist wie mit dem Feuer anzünden. Warte mal. Ach so, ja, ich zum Beispiel habe keine schlechteren Pfeile mehr. Deswegen kann ich die auch nicht auswählen. Ja, aber ich habe vergiftete und unvergiftete und bessere und schlechtere. Okay. Naja. Ich werde es wohl noch rausfinden. Was bist denn du jetzt? Ich gehe zu dieser Höhle und du? Ja, ich auch, aber ich sehe dich nicht. Ah, du bist... Ja, ich schwimme schwimmst. Durchs... Ja, ja. Ich wollte gucken, ob es was bei diesem Boot gibt, aber gibt es leider nicht. Das ist doch so ein versunkenes Boot. Ja, dann mal nein, ne? Geronimo. Oh je, tschüss, Tageslicht. Oh nein, jetzt bin ich aus Versehen wieder rausgeklettert. Das wollte ich ja gar nicht. Gehen wir wieder rein. Knapp daneben. Hä? Wie seilt man sich denn? Achso, kannst du mir gar nicht sagen. Alles gut. So wie ich Zähne aufsammle. Und dann nach unten drücken. Hm. Klappt nicht, ha? Huh? Ich bin tot. Aha. Oh ja, da liegst du. Was hast du gemacht? Ich habe Seil losgelassen. Ja. Ich wollte rauskriegen, welche Tasse das ist, um sich abzuseilen, aber... Ach, scheiße, ey. Ah, so kann ich meinen Pfeil wechseln. Der Witz ist, ich muss nach unten schauen auf meinen Bogen. Und dann kann ich die Pfeile wechseln. Okay. Ja, das war jetzt natürlich richtig scheiße. Jetzt bist du angeditscht, oder? Ich bin fast tot. Ich bin tot. Ich habe ein Ding voll. Wieso steigen wir dann weiter ab? Ja, wieso nicht? Wir finden bestimmt hier Köfferle und Medikamente. Alles gut. Komm. Na gut. Muss mich halt beschützen. Oh Gott, jetzt ist mir also auch passiert. Hä? Sag mal, sind wir doof? Ich klettere jetzt ganz normal das Seil runter. Ich mache das Experiment jetzt nicht nochmal. Oh, du bist aber tief gefallen, hä? Ja. Hä? Was hab oh ich Gott, denn jetzt? Wo bleibt denn da der Boden? Das ist mir noch nie passiert. Ach so, ja, wahrscheinlich habe ich dir was Falsches gesagt und es jetzt selber auch gemacht. Ja gut, aber ich habe, glaube ich, gedrückt oder irgendwas. Ja. Und das macht man zwar, um an das Seil heranzugehen, aber natürlich nicht, um vorsichtig runterzuklettern. Ich trottel. Sorry. Ja, was war denn runterrutschen? Nochmal? Ja, so wie sprinten und dann aber halt nach unten drücken. Ah. Ja. Du kannst mir einfach die Taste sagen. Wäre vielleicht einfacher. Du spielst doch mit Controller, oder? Nee. Ach so. Ich habe mir erstmal Medikamente reingehauen. Das muss ich gleich auch noch tun.
was liegt denn hier alles? Alkohol, Medikamente. Ich habe mir gleich noch Mollys gemacht. Wieso ist denn der so kopflos? Pfeile kann ich ja keine mehr machen, okay. Medis, Medis, okay, Medis, Medis. Oh, Schokoriegel, geil, ich esse einen. Oh, ich bin jetzt auch wieder fit. Sehr schön. Okay, ja, spannend hier unten. So. Jo, gut, dass wir nicht wieder hochgeklettert sind, weil das wäre nicht nötig gewesen. Nee. Hier liegt das eiskalte Händchen. Warte, gucke ich gleich. So. Oh. Also jetzt ist die Frage, liegt da nur die Hand oder wurde er einbetoniert? Oh. Was denn? Ich habe gerade was lachen und was rennen hören. Ich denke, er wurde einbetoniert. Wissen wir eigentlich, wer der hier ist? Nee, ne? Irgendwas Kopfloses. Wir müssen seinen Kopf finden, damit wir... Ich höre was lachen, du auch? Mhm. Ich sehe da vorne auch Licht. Ach, das ist gleich hier. Ah, okay, eine Kassette habe ich gefunden. Da kommt doch der Sound her, oder? Mhm. Oh, da sind zwei Köpfe. Eine Taschenlampe oder ein Handy und ein Zettel mit einer Waage. Ah ja. Ich will mal kurz gucken, ob sich auf der Passagierliste jetzt was getan hat. Ah ja. Zwei Köpfe haben wir abgestrichen. Juhu. C. Lai und K. Li. Das waren die beiden Personen, die hier wohl oder übel verreckt sind. Ja, warum hast du jetzt das Feuer angemacht? Wenn man rückwärts geht, tritt man ja voll da rein. Ja, aber die uns vielleicht gleich hinterher rennen, auch. Machst du das jetzt? Ich, nee. Kann man das aufmachen? Ja. Komm her, du Spacken. Hast du den Speer? Ich schieß mal kurz einen Giftpfeil auf ihn. Lichtpfeil. Ab ins Feuer mit dir. Ein Zahn. Echt? Oh, schön. Ja. Ah, hier liegt die zweite Leiche. Wo bist denn du? Hä? Ja, gerade hier, da liegt die zweite Leiche. Weil ich habe mich schon gewundert. Zwei Köpfe und nur eine Leiche? Mhm. Oh, da ist noch einer. I, und da ist dieses I, dieses Etwas, was springt. I? Oh, leck, du hast es halt ins Feuer gekickt. Wollten wir noch kurz eine Molly machen? Oh, leck. Da hat mich irgendwas angeflogen, dieses... Ja, so ein Babyding. Oh, leck, das haut richtig rein, gell? Halbe Lebensenergie weg. Okay, warte. Oh. Wie sweet, ey. Ich glaube, da ist noch eins von denen. Es quietscht immer noch. Ich muss mir mal gerade Medizin holen. Jetzt wissen wir auch, warum es hier so viel Medizin gibt. Ja. Wo bist du? Ich kämpfe. Aha, okay. Cool, ich habe einen Zahn gekriegt.
Oh, hier liegt ein Bein und da liegt ein Bein. Und ein Schuh. Ah, cool. Schuhe und Beine. Ja, passt ja auch irgendwo zusammen. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter nach unten. Schön. Ah, hier liegen auch noch jede Menge Sachen. Medikamente, Seil, Koffer. Oh, cool. Wechselkleidung. Oh. Jetzt hast du... Was habe ich jetzt an? Blutverschmiert. Also du bist mega blutverschmiert übrigens. Oh. Du hast so ein Tarnshirt an und ich weiß nicht genau, deine Hose könnte eine Jeans sein. Okay. Oh, oh, was ist hier passiert? Oh. Oh. Hm? Ein Model. Was, ein Model? Mhm, mit viel langen Beinen. Oh nee, oder? Kann man eigentlich auch Brandpfeile machen? Ja. Okay, ich habe mir mal welche gemacht. Nur so zur Sicherheit. Ich glaube, das schieße ich gleich als erstes auf das Ding drauf. Wo ist es denn hin? Oh, da, ich sehe es. Oder? Muss man die vorher anzünden eigentlich? Ja, gell? Ja. Ja, hier ums Eck ist es. Links ums Eck, oder? Nee, nee. Rechts ums Eck. Soll ich mal drauf schießen? Ja, mach mal. Geh mal hier in die zweite Reihe und schieß dann nochmal, wenn es um die Ecke kommt. Okay, ich hab's getroffen. Es ist auch mega angepisst. Oh! Oh. Oh, da gehen wir dahin, wo die Engpass ist. Ja, ja, ich komme. Oh Gott! Oh, alter Scheiß hier, ey. Oh, er brennt, hä? Ja, ich hab ihn in Brand gesetzt. War den Rest schaffen wir so, oder? Oh, Glück gehabt. Oh, danke. Hast du einen Dusel? Oh, noch ein Pfeil von mir. So. Jo, das andere. Guck mal, was da mein Speer dran ist. Warte mal. Ah, Molotow-Speer. Wo ist denn dieses Langbeinige jetzt hin? Weiß nicht. Ja, da hinten steht's noch. Naja. Schieß du, schieß ich. Schieß nochmal. Schieß mal einen Giftpfeil drauf. Und was macht es? Es ist weggerannt. Was? Ist relativ weit weggerannt. Da kommt noch so ein Spacken. Oh, der rennt aber auch weg. Oh, da kommt noch ein zweiter in der Decke. Okay. Oh, hat der ein Glück. Aua. Ja, sorry. Achtung! Ja, es kommt gar nicht. Ein Stricher. Oh.
Oh, lauf. Diese Spacken, oder? Mhm. Ah, schade. Oh, Achtung! Hab ihn mit einem Giftpfeil erwischt. Ist es tot? Ich glaube. Ja, geil. Oh ja. Der rennt hier nur im Kreis, der Spacken. Ich mach mal gleich da die Haut von dem Ding ab. Ich mach mit. Der rennt hier immer nur im Kreis, wie so ein Behinderter, ey. Hast du die Pfeile von dem hier eingesammelt? Ja. Ja. Oh, sorry. Ach, da sind doch noch welche. Hast du ihn erschossen? Mhm. Naja, was läuft ja hier die ganze Zeit hin und her, weißt du? Okay. Ganz schön entspannt hier unten, in dieser elendigen Hölle. Oh, was ist hier los? Oh, Schweinehälften, Menschenhälften. Oh, Geld, Geld! Wieso? Wo fällt denn aus den Geld raus? Wie geht denn das? Aus den Arschbacken. Ja, stimmt. Da fällt echt überall Geld raus. Ich treff dich. Es ist makaber, aber das ist ein Spiel. Das ist witzig. Oh, hier ist noch mehr Geld. Ganz viel Geld. Geld, Geld. Ach, wenn man die paar Mal schlägt, kommt ja Geld raus, ne? Mhm. Wenn du hier in die Ecke kriegst, wo ich gerade bin, hinter dir. Mhm. Oh, da ist irgendwo einer. Geld. Oh ja, ich sehe ihn. Links. Zwei. Okay, ich komme zu dir. Drei. Zwei sind es nur noch. Mal einen habe ich erschossen. Oh, leck, den habe ich in den Kopf geschossen. Oh. Und ich dem hier in die Lenden. In die Lenden schon wieder, oioioi. Ja, ist da halt so hergesprungen. Es war keine Absicht. Ich hab da cool, keinen Fetisch oder so. Cool, dass man da Kopfschüsse machen kann eigentlich. Mhm. Wusste ich gar nicht, du? Nee, war mir auch nicht bewusst. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt richtig zu sagen? Monsterkill oder Headshot? Och, ist beides sehr passend, oder? Also in den Holzkisten ist nichts, was man einsammeln könnte. Zählt ein halber Passagier eigentlich wie ein ganzer Passagier? Zwei halbe ist auch ein ganzer. Okay, klingt fair. Oh, ich habe Hunger. Und ich müsste mir mal da unten was aus Lagerfeuer schmeißen, sofern hier nicht noch eins ist. Oh, hier ist ein Zelt. Und Koffer. Und Pfeile. Gute Pfeile. Stimmt, die könnte man eigentlich auch mal benutzen, ne? Wo sind denn die eigentlich? Wo? Ah, da. Soll ich mal schnell zwischenspeichern? Was hältst du davon? Mhm. Brennen die eigentlich auch unter Wasser? Nee. Da macht sie den Laptop kaputt. Ich wollte doch mit dem noch was machen. Zocke. Ich dachte Hilfe rufen, aber... Hast du gespeichert? Ja. Ja. Oh cool, hier ist ein Feuer. Ich würde mir nämlich mal einen Fisch braten.
Mach das. Wir sind hier ja nur in der Mutantenhöhle, wo Leichenhälften hängen. Ja. Macht nichts. Hunger hab ich trotzdem. Wir sind ja noch nicht durch die Höhle, ne? Da ging ja noch ein Seil tiefer. Ja. Und hier konnte man schwimmen. War hier eigentlich irgendwas? Schwimmst du gerade, oder? Nee. Ah. Ah, ich bin gegen diesen Lichtdinger gestoßen, deswegen. Oh Gott, das ist ja zappenduster. Wie war denn das nochmal? Gab es hier auch Tödliches im Wasser? Das weiß ich nicht. Haie gab es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass es die in Höhlen gibt. Das Ding ist nur, wir haben eine Taucherflasche, theoretisch, ne? Aber du kannst ja mal reinspringen, guck. Wenn du lustig ja, bist. Ja, es ist halt leider zappenduster. Ja, ich sehe gerade bei den Fischis, ist der Hai das Einzige, was gefährlich ist. Oh, das Feuer macht hier total das krasse Geräusch. Ne, ich guck mal trotzdem. Boah, ich sehe gar nichts. Das ist mir ehrlich gesagt zu heikel. Weil mein Rucksack ist ja am Arsch, wenn ich da drin ersaug. Mach dir doch nicht so einen Stress. Hier, ich mach dir Licht. Hä? Ich hab so ein Lichtding darunter gekickt. Das müsste hell sein unten, oder? Das brennt ja noch unter. Nee. Zappenduster. Nee? Oh, stimmt. Trotzdem Lichtding. Kann man das, ja, Ding hier runter kicken? Wie ist es jetzt? Nee. Oh. Und jetzt? Da muss man sich was überlegen. Was schmeißt du da rein? Dieses andere Lichtding. Ja, das bringt, glaube ich, auch nichts. Es sei denn, du hast es in der Hand, aber brennt das unter Wasser, ja? Ja. Ah, okay, cool. Da will ich auch mal gucken. Hä? Nee, brennt doch gar nicht unter Wasser. Echt? Bei mir ist es hell? Wir reden von diesen roten Dingern, ne? Dieses Orangene, was hier am Rand stand. Ach so, nee, das ist bei mir nicht so. Oh, aber ich kann halt gar keine Entfernung abschätzen. Also ich sehe hier de facto gar nichts. Vielleicht eine Taschenlampe oder so. Gehen wir weiter, oder? Wir merken uns, dass man hier noch tauchen kann. Hier war nichts mehr, ne? Da, wo die Leichen hängen. Nee. Also auch kein weiterer Gang irgendwo hin. Ja, den einen, wo die Münzstücke liegen. Ich weiß nicht, ob du da warst. Hier in der Ecke. Ah nee, da war ich noch nicht. Stimmt, das hattest du gesagt. Das habe ich aber... ignoriert. Nee, so würde ich das nicht sagen, aber... ich gehe nochmal ganz kurz ans Feuer, weil mir ist saukalt. So. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, gern. Dann gehen wir jetzt zurück und steigen noch tiefer hinab. Ich sehe aber schon, wir haben Folgenende. Schon wieder. I don't know. Also würde ich sagen, wir laufen da noch schnell hin, aber switchen dann einfach in die nächste Folge, oder? Ja, unterwegs, ne? Also, dann würde ich sagen... würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis zur nächsten Folge. Bis gleich. Ciao.